Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, habe ich letztes Mal schon gesagt, zu 100%. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt fehlen uns leider in Hogsmeade noch relativ viele Seiten. Ich hoffe, ich kann die hier alle nochmal irgendwie finden. Schaut aber beinahe nicht so aus, denn ich habe schon irgendwie alles durchleuchtet hier. Aber es fehlen mir noch ein paar Seiten in Hogsmeade. Wenn ich auf die Karte gehe und ich gucke, im Film Handbuch sein, fehlen mir hier noch fast 14 Seiten. Die müssen hier irgendwo noch verteilt in Hogsmeade sein. Ne? Und die müssen ja hier irgendwo sein. Oh, warte mal, komm ich hier hoch? Komme ich gar nicht hoch? Ne, tatsächlich nicht. Ich dachte, ich könnte irgendwie hochjumpen. Kann ich gar nicht. Rebellion. Wie gesagt, es fehlen noch einige Seiten. Und ja, die brauche ich jetzt irgendwie. Sonst wird es ein bisschen ungemütlich. Lass mal das außen rum gehen. Da ist ein Tor dahin. Ah, okay. Warte. Naja. Haben wir irgendwo noch? Ne, haben wir nicht. Müssen wir hier was abmachen? Und dann holen wir uns nochmal die Truhe da. Rebellion. Aber hier ist nichts weiter. Kleine Mini-Truhe hier. Ich glaube, ich muss hier alles abforsten, grasen. Da war doch was. Klingelt da hinten irgendwo. Grab des Dorfbewohners, warte mal. Gehen wir mal da runter. Das Grab des Dorfbewohners? Da waren wir da schon mal drin? Ich glaube nicht. Revelio. Na gut. Krass. Aber gibt's hier auch, geht's hier irgendwie weiter? Ah, okay. Spreng ein rotes Fass, das unser Gegner war. Ich wäre ja beeindruckt, auf die Knie. Warte mal, ich muss irgendwas verwandeln hier. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Ach so, spreng ein Rote, das habe ich vergessen. Petrificus Totalus. Okay, geht's nicht weiter, warum nicht? Ach, hier muss ein Würfel drauf. Frage, wo dieser Würfel ist. Ah, warte. Bombarda! Contrinco! Ah, hier ist kein Würfel. Na gut, dann müssen wir mal darauf gehen. Das ist der gute Würfel. Ach Mist. Das ist so blöde, wenn man irgendwie immer das neu einstellen muss. Gut, dann machen wir hier nochmal so und. Vingadium Leviosa. Kann ich da rüberlegen? Na, warte mal. Kann ich auch hier durchmachen dann? Dann gehe ich mal wieder zurück. Wie viel haben wir da jetzt da stehen? Hä? Ach so, da. Bin ich voll den falschen Weg gelaufen? Gut. Vingadium Leviosa. Confringo. So, mal hier rüber hätte. Nein, wir müssen auch den anderen Weg gehen. Wie dumm.
Das ist wirklich nervig, na gut. Schon blöd, aber naja. Mein Ausdruck ist jetzt voll. Jetzt kann ich es, glaube ich, nicht mehr aufmachen. War das nicht so? War das irgendwie rausgeholt, dann kann man es nicht mehr aufmachen. Irgendwie sowas war da. Hat mich beim letzten Mal, glaube ich, schon gestört. Oder meinst du, ich kriege da was rein? Ne, jetzt ist es leer. Na, wir haben das ja noch aufgenommen, ich weiß es nicht. Aber das war's. Mehr gibt's ja nicht. Okay. Ja, jetzt verstanden. Gut. Ja, gehen wir jetzt nicht mehr. Wir wissen ja, oben war ja auf jeden Fall noch eine. Protego! Oben war ja auf jeden Fall noch eine Seite, die müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Klingeling, klingeling, haben wir ja gehört. Also. So, die letzten 14 Seiten suchen wir jetzt noch, die werden wir auch finden, bin ich mir ziemlich sicher. So. Rebellion. Da hinten fliegt eine Seite, seht ihr hier? Ich frage, wie man da hinkommt. Aber das muss da oben sein irgendwo, weil hier ist nichts. Bloß wie komme ich denn da hoch? Hinten irgendwie hier außen rum? Gucken wir mal. Wahrscheinlich, ne? Ah. Geht ein Weg hoch, guck mal. Ach, tatsächlich, hier waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Nein. Mann, da. Akio. Rebellion. So. Ah, guck mal hier. Ein Spiegel, okay. Lumos. Stein und Blätter und Bäume und... Okay, muss auch hier irgendwo draußen sein, ne? Da hinten vielleicht? Oder hier um die Ecke? Da sieht man hier schon, guck mal. Gut. Nein, das war dumm. Runtergehen darf man nicht. Und nicht klettern. Danke. Rein dort. Lumos. Oh, ich dachte, ich wäre weg gewesen. So, nächste Seite. Okay, hier fehlen anscheinend noch 5 Seiten. Revelio. Hier hinten waren wir noch gar nicht, ne? Nur so nebenbei. Also, wir waren wirklich noch nicht. Das ist komplett andere, komplett ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Aber egal. Rebellio. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nee. Dies für Winkel der Haus immer noch ein Highlight. Haben wir schon mal geöffnet, ne? Ja. Haben wir. Ah, hier. Revelio. Wo ist denn das? Hier nicht. Hey, jetzt klingelt das doch gerade eben. Hä? Das war merkwürdig. Na gut. Rebellion.
Gucken wir bei ihr drin, ob wir drin noch was finden bei ihr. Da. Das war, glaube ich, gemeint. Würde ich behaupten. Jan, haben Sie sich für mich herausgeputzt? Oh, für dich bestimmt nicht, Ole Schabragge. So. Hier ist auch irgendwas. Revelio. Contrinto. Exiliam. Okay. Da können wir vielleicht irgendwie rein. Das schaut gar nicht danach aus. Da hinten fliege ich immer noch eine Seite rum. Okay, das ist Tal von Hogsmeade, da wollen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt hier nochmal hin. Fliegen dürfen wir hier leider nicht. Ja, da ist ein Spiegel da drüben, den müssen wir natürlich mal untersuchen. Die Frage, wie wir da am besten rüberkommen. Und was hat mir? Werden wir runtergeschleudert? Ich darf hier gar nicht runterhüpfen. Darf ich tatsächlich nicht. Das ist ja bescheuert. Bescheiden und bescheuert. Okay, dann gehen wir über die Brücke. Revelio. Da ist noch eine Truhe, die auf uns wartet. Hinten rumgehen, ne? Revelio. Okay, da kriegen wir aber auch hin. Da ist auch noch eine Truhe. Ist das auch eine Geheimtruhe? Ja. Revelio. Und wir müssen einmal da hochrennen. Zu diesem... Ah, möchte gerne Mühle da. Weil da droben ist auf jeden Fall nochmal ein Spiegel. Da kriegen wir auch nochmal eine Hand, eine Seite, ne? So... Hier. Da. Ist er drin in der Spiegel? Da waren wir auch schon mal. Lumos. Okay, ein Licht und da oben ist irgend so ein... Na gut. Ach, hier. So eine Lampe stehen. Wo steht diese Lampe? Ist auch noch neblig hier. Also ich dachte, das war kein Dings. Hier. Das ist doch die Ecke. Das muss hier irgendwo sein. Bloß wo? Lumos. Doch, ist von hier fotografiert worden, oder? Revelio. Da oben. Okay. Lumos. Okay. Gut. So, noch eine Seite hier irgendwo. Auf geht's nach Hogsmeade. Aber ich habe hier noch irgendwas anderes gerade gesehen. Revelio. Oh, können wir mal abschließen. Hallo Homora. Was drin ist? Okay. Ich muss unbedingt wieder. Warte mal. Das nervt mit der Ausrüstung, echt.
Das ist echt blöd. Ah, da ein bisschen Platz wieder. Okay. Rebellion. Ist aber nichts. Okay, was hier? So. Sieht so ein bisschen aus wie Vido mit der Maske, ne? Oder wie Crow. Kann man aussuchen, wie man will. Was hier in der Augentruhe, okay. Hat er mich schon gesehen? Revelio. Langsam muss ich auch echt irgendwie die ganzen Gegner, die abgerast haben, oder? Okay, jetzt gehen wir unten längs. Es fehlt uns noch eine beschissene Seite, ne? Ist eine Tür? Machen wir das auf? Hallo, Homura. So, nur mal reingehen und gucken. Natürlich. Lumos. Oh, komm schon. Rebellion. Leider keine Seite. Hallo, Homura. Was gibt's aber echt viele Schlösser gerade. So. Rebellion. Gut. Wir müssen auf jeden Fall mal unsere Sachen identifizieren, aber das machen wir ja am Ende. Das ist unser Laden hier, nur so nebenbei. Nee, das müssen wir unterladen. Wo ist denn unser Laden? Rebellion. Hier haben wir auch schon alles abgegrast. Hier hatten wir auf. Hier ist unser. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Mhm. So, vielleicht können wir was verkaufen. Vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für Sie verkaufen soll? So, mal das abgeben, was wir so nicht brauchen. Manchmal versteht Penny Hexen und Zauberer nicht. Was war das so an? Ja. Penny wünscht Ihnen eine sehr gute Reise. Ja, mehr haben wir hier leider nicht.
Alohomora. Es gibt ja zwar viele Truhen, die wir aufmachen können, aber wir wollen ja eigentlich die letzte Seite haben, aber wenn wir schon in der Nähe sind, dann werden wir es schon schaffen. Da werden wir das Kind schon schaukeln, ne? Wie man so schön sagt. Revelio. Weiter geht's. Revelio. Hier passiert gar nichts. Alohomora. Mann. Ach, das ist auch echt nervig. Du suchst nur eine bescheidene Seite. Man fällt mir hier nicht, ne? Revelio. Oder hoch, oder rein? Alohomora. Ich kann das Schloss aufmachen, ja. Oh, da auch drin. Okay, überall ist was drin. Hier ist auch was drin. Einiges gefunden, aber Revelio. Nicht das, worauf man hofft, ne? Alohomora. Ich bin nur am Grinden hier, sozusagen. Ne, da müssen wir nicht rein. Okay, die Seite haben wir abgegrast. Revelio. Wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Ah, beeindruckend gekleidet. Danke. Revelio. Ist doch lustig, dass ich hier nicht mehr diese eine Seite finde. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Protego! Da ist ja vorne noch eins. Irgendwie beim Schild hier? Revelio. Nee, so.
war schon wieder Dippy von Dings. Da hat nichts mit Hogsmeade mehr zu tun hier, ne? Schade. Ach man, das ist jetzt ärgerlich, echt. Ganz ehrlich, ich suche jetzt nur diese eine Seite hier drin. Das ist wirklich doof. Revelio. Immer schön ein bekanntes Gesicht. Rebellion. Da klingelt was. Ich höre was. Ganz kleine, leise. Ja, ist irgendwas. Definitiv. Da drüben. Geh weg. Hier war ich auch schon mal drin, aber ich bin wahrscheinlich. Ah, hier ist ein Brunnen, guck mal. So, jetzt haben wir die ganzen Seiten auf jeden Fall fertig. Also die Seiten hier, es gibt schon noch mehr, aber... Hier drin ist? Hallo Homura. Revelio. Mal oben gucken. Mal im Keller gucken. Oder unten, nicht im Keller. Ja, immer ganz gemütlich eingerichtet, so ein bisschen die Buden. Also, das ist natürlich altbacken alles, aber irgendwie süß. So, gehen wir auf die Herausforderung. So, Handbuch, dann haben wir auch 100. Also, wir suchen ja 100% hier zu schaffen. Ne? Ob es 100% insgesamt werden, kann ich natürlich nicht versprechen. Weil es gibt ja immer noch mehr Handbuchseiten, wie man sieht. Ne? Es gibt ja auch mehr Merlins und so. Wahrscheinlich gibt es noch eine super Platin-Deluxe. Irgendetwas, aber das haben wir natürlich nicht. Aber jetzt müssen wir den Kampf noch machen. Und zwar im Kampf haben wir immer noch die Duellierleistung. Und da fehlen uns, da haben wir noch richtig viele. So, aber jetzt haben wir die letzten Handbuchseiten. Und ich würde sagen, das war's denn. Die 100% der Handbuchseiten haben wir auch voll. Und ja. Dann wünsche ich mir mal einen schönen Feierabend und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.